Für unseren nächsten Film hat Schauspieler Till Demtröter schon ganz viel getrommelt. Es geht ihm um die gute Sache, ein Event, das er jedes Jahr veranstaltet. Aber dies Jahr war ja nun alles anders. Und trotzdem hat er versucht zu retten, was zu retten geht. Hier kommt er. Anja Kling voll in Fahrt. Die Schauspielerin jagt mit 4 Schlittenhunden vor dem Wagen über die Rennstrecke nahe der Lüneburger Heide. Für den guten Zweck nimmt sie am diesjährigen Husky-Rennen Baltic Lights teil. Obwohl sie schon mehrfach dabei war, ist sie immer wieder beeindruckt von der Kraft dieser Tiere. Macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Wobei, es ist so unterschiedlich. Die, wenn es ein bisschen bergauf geklingelt, kann es sein, dass sie plötzlich stehen bleiben. Und dann denkst du, nee, los, weiterziehen. Dann sind die ganz langsam und bergab. Oder wenn es dann hier so ein bisschen Abschluss ist, dann nehmen die so Tempo auf, dass es eigentlich hauptsächlich darum geht, dass du auf dem Schlitten hier bleibst, also auf dem Wagen. Normalerweise strömen rund 60.000 Menschen zum Schlittenhunderennen, wie hier auf Usedom. Doch das ist im Moment undenkbar. Deshalb hat Schauspieler und Veranstalter Till Demtröder in diesem Jahr ein kleines, Corona-gerechtes Event organisiert. Alle Beteiligten sind negativ getestet und das Rennen mit 3 Teilnehmern findet ohne Zuschauer an der Strecke statt. Gerade weil in der Pandemiezeit so wenig möglich ist, möchte Till Demtröder trotzdem für die Welthungerhilfe Geld sammeln. Die Blicke von vielen Menschen enden jetzt am eigenen Tellerrand. Und gerade in dieser Zeit ist es so wichtig, dass wir die Menschen in Afrika und den Hungersnotgebieten nicht vergessen. Und gerade die brauchen jetzt unsere Hilfe. Deswegen ist diese kontinuierliche Spendenbereitschaft ganz, ganz wichtig. Und darum geht es uns hier. Wir sammeln hier ein bisschen Spenden, möchten aber mit einem guten Beispiel vorangehen, dass die Menschen da draußen einfach auch noch spenden. Jeder Euro oder jeder kleine Cent zählt. Die Hunde sind schon beim gegenseitigen Kennenlernen vor dem Rennen kaum zu halten. Anja Kling hat bereits einen Liebling gefunden. Husky-Rüde Ulan hat das Herz der 50-Jährigen erobert. Jetzt, kurz vor dem Start, packt sie das Rennfieber. Und jedes Mal denke ich, naja, ich muss ja das nicht gewinnen, ich bremse einfach und so. Und wenn man dann aber draufsteht, hat man schon den Ehrgeiz, auch schnell zu sein. Neben Anja Kling gehen die Schauspielerkollegen Patrick Fichte und Simon Böhr an den Start. Sie geloben, fair miteinander umzugehen und kein Konkurrenzdenken aufkommen zu lassen. Mal sehen, wie lange das Versprechen hält. Ich habe da einen sehr guten dritten Platz im Auge. Also das Schöne ist, dass wir tatsächlich nur 3 sind. Also es kann keinen Platz 4 geben. Und insofern, ich bin mit 1, 2 und 3 zufrieden. Dann gehen die 3 zeitversetzt an den Start. Die Huskies müssen kaum angetrieben werden. Es liegt in ihrer Natur, zu rennen und zu ziehen. Kurz vor Anja Klings Zieleinlauf werden die Hunde von Fotografen irritiert. Fürs beste Bild riskieren sie es, über den Haufen gefahren zu werden. Für Anja Kling eine klare Benachteiligung und eine deutliche Zeiteinbuße. Schließlich geht es am Ende um Sekunden. Das war Schikane. Ja. Das wird gut geschrieben. Das wird dir gut geschrieben. Ja. Das war Behinderung. Das war aber sowas von Behinderung. Durch die Zeitgutschrift lassen sich die beiden anderen Teilnehmer nicht beeindrucken und ziehen ihr Rennen durch. Patrick Fichte sichert sich mit 4 Sekunden Vorsprung schließlich den ersten Platz vor Simon Böhr. Somit bleibt für Anja Kling nur der 3. Rang. Sie hat aber schon die passende Erklärung parat. Da heult doch einer, wenn er jetzt nur 3. wird. Und dann habe ich mich geopfert. Ich habe gesagt, ich nehme den 3. Aber am Ende ist es natürlich egal, wer welchen Platz erreicht hat. Wichtig ist der Spendencheck für die Welthungerhilfe. Die wahren Helden des Tages müssen sich mit Streicheleinheiten zufrieden geben. Und wir sagen Tschüss für heute. So schnell geht eine Woche rum. Morgen ist die liebe Camilla hier und begleitet sie durch die Themen vom Montag. Sicherlich nochmal Harry und Meghan von mir. Einen schönen Restsonntag. Alles Gute. Tschüss.